Hallöchen meine Freunde, mein Name ist Thomas Geldon und willkommen zurück zu Super Luigi U in der ersten Aufnahme mit dem neuen Mikrofon. Ich nehme das Ganze wirklich sehr, sehr spät am Abend auf, wie immer eigentlich. Ich habe vorhin mal so reflektiert bzw. darüber nachgedacht und mir wird jetzt eigentlich kein Aufnahmedatum in den letzten Tagen auffallen bzw. in den letzten Wochen, wo ich nicht vor 20 Uhr aufgenommen habe. Beziehungsweise, ja, gab es bestimmt einige, aber das ist bestimmt so unglaublich lange her und natürlich mussten wir unseren Yoshi... Ach! Ich weiß jetzt, wie wir uns die Sternmünze snaggeln können. Und zwar müssen wir 100 pro Yoshi haben und dann... Ja, ich weiß ganz genau, wie sich das die Level-Creator hier gedacht haben. Naja, können wir nicht mehr ändern. Müssen wir jetzt damit auf jeden Fall leben. Und zwar ist das die... Thanks, bye. Auf jeden Fall ist das die erste Aufnahme in Super Luigi U mit dem neuen Mikrofon. Das gestrige Video kam ja noch mit dem alten Mikrofon. Könnt ihr wie immer 1:1 vergleich gerne unten in die Kommentare hineinschreiben. Ich weiß, dass sich das anders anhört als das andere Mikrofon. Und allerdings habe ich auch jetzt nicht das teuerste Mischpult im Übrigen, beziehungsweise Audio-Interface. Und ihr müsst wissen, das Mikrofon, was ich besitze, ich hau jetzt wieder ein paar technische Daten raus. Nein, Yoshi! Ich brauch dich! Und ich muss das fressen! Friss! 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 Nein! Auf jeden Fall ist das Mikrofon, was ich besitze, kein USB-Mikrofon. Sprich, man kann dieses Mikrofon nicht einfach an den PC anschließen, weil der PC nicht so einen Anschluss wie das Mikrofon besitzt. Wegen das Mikrofon besitzt einen XLR-Anschluss, kann ich irgendwann mal zeigen in einem Video oder so, falls sich irgendwer dafür interessiert. Yoshi, ich spring mal kurz ab und wir lassen dich hier, ne? Bleib da! Ich hab dich jetzt nicht... angekettet, wollte ich schon sagen, beziehungsweise angeschlossen. Wie nennt man das, wenn man Hunde so... Wie nennt man das? Ich weiß es gerade echt nicht. Es ist schon spät am Abend, deswegen sollte man wirklich selten um diese Uhrzeit aufnehmen. Ist schön, dass da ein Versteck ist, aber was genau ist der Sinn vom Versteck gewesen? I don't know. Auf jeden Fall... Nein, 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 nein. Das sollten wir aber, glaube ich, ohne Probleme hinbekommen. Schön. Auf jeden Fall war das heute wieder ein sehr langer Tag. Ich nehme das ganze Jahr Mittwoch auf und Mittwoch ist der einzige Tag in der Woche, wo ich erst um 6:30 nach Hause komme und ja... Ich war erst um 6:30 zu Hause, hab dann gegessen, hab dann Hausaufgaben gemacht und jetzt ist es 9:30 und ich merke so langsam aber sicher, wie mir die Äuglein zufallen mögen. Allerdings war das heute auch schon wieder so ein Tag. Okay, ich sollte mal weiterspielen, bevor ich hier weiter meinen Nacken festhalte. Warte mal, wie ging der Trinkspruch nochmal? Ich bin zu verpeilt auf jeden Fall. Gut, ich habe ja schon auf Twitter wieder einen Hate-Tweet rausgehauen. Weil die Eurobahn wie immer nicht pünktlich kommen kann, ist nichts Besonderes mehr bei der Eurobahn. Denn wegen der Eurobahn komme ich so häufig zu spät nach Hause. Beziehungsweise immer später nach Hause und das ist extrem nervig. Denn ihr müsst wissen, meine Schule ist ungefähr, lasst mich nicht lügen, 14 Kilometer von meinem jetzigen Wohnort entfernt. 14 Kilometer? Ungefähr, ja. Kann man so sagen auf jeden Fall. Und deswegen dauert es natürlich immer so ein bisschen länger mit Bus und Bahn, bis man zu Hause ist. Oh, das war knapp. Aber hier sollte ich nochmal aufpassen. Boah, danke schön, Eichelpilz. Beziehungsweise, ja, Eichelpilz. Ja, ja, ja. Und zwar dauert es immer wieder mal ein bisschen länger. Deswegen habe ich mal wieder einen Hate-Tweet rausgehauen. Jetzt will ich zu diesem Thema kommen. Ich bin ja auf Twitter relativ aktiv. Falls ihr mir da noch nicht folgt, tut's jetzt. Wenn ihr Twitter natürlich habt. Auf jeden Fall bin ich ja immer sehr aktiv und ich haue wirklich sehr oft kritische Tweets raus bezüglich verschiedensten Themen. Und deswegen sollte man das alles nicht ernst nehmen, denn ich haue wirklich sehr oft ironische Tweets raus, die viele nicht verstehen bzw. ernst nehmen. Und bezüglich dieses Themas will ich einfach mal drauf kommen und... Oh, Ludwig! Bester Mann, ich liebe seine Friese. Ich will auch mal mir so eine geile Friese machen. Unterm Five Nights at Freddy's Part habe ich im Übrigen gelesen, dass meine Friese letztes Jahr besser aussah als jetzt. Nee, ist natürlich Geschmackssache. Also ich bin jetzt mit meiner jetzigen Friese eigentlich semi-zufrieden. Denn eigentlich will ich mir das viel länger wachsen lassen. Als Vergleich, ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber Jonas kennt. Ungefähr so in der Art. Zack, zack, zack. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, deswegen hat jetzt mein Glück bei mir dabei bei der Entscheidung geholfen. Auf jeden Fall will ich es auch ungefähr richtig lang wachsen lassen, aber jedes Mal, wenn ich beim Friseur bin, ich sag so, nur an den Seiten, oben nichts. Okay, wird gemacht und dann, ja, machen die auch da alles weg. Auf jeden Fall,
zurück zu dem Thema. Und zwar ist es immer wieder mal komisch, beziehungsweise risky, wenn man im Internet schreibt. Hört sich komisch an, aber wenn man zum Beispiel per WhatsApp oder anderen Messenger schreibt, können einfach so viele Missverständnisse auftreten. Und genau das ist das, was, ja, ein Problem ist irgendwie, finde ich. Man kann hier 100% zerquetscht werden, nicht wahr? So, und jetzt Beeilung. Denn ich bin mir sehr sicher, dass das Ding gleich zurückkommt. Okay, weiter kommt's nicht. Wir müssen jetzt ganz schnell nach oben. Aber was, wenn wir hier zerquetscht werden? Können wir hier zerquetscht werden? Nein! Aber dafür müssen wir richtig stark aufpassen. Wir müssen im richtigen Moment springen. Jo, wir werden hier sowas von zerquetscht worden. Eieieiei. Ja, das Level ist auf jeden Fall schon mal knackig, aber man muss ja auch sagen, dass wir so langsam aber sicher in eine Phase kommen im Spiel, wo es natürlich auch knackiger werden muss. Ich bin schon 49 Mal gestorben. Ich glaube nicht, dass er jetzt 49 Mal gezählt hat. Oder er hat einfach im Endeffekt die Ups abgezogen. Kann das sein? Wir nehmen uns mal einen Flugpilz mit rein. Wegen sonst weiß ich nicht, wo ich die Flugpilze hier benutzen soll. Auf jeden Fall hatte ich schon sehr viele Situationen, wo man kein Smiley geschrieben hat. Und wo dann verschiedenste Situationen anders wahrgenommen worden sind als, ja, ich sie eigentlich meinte. Weil man per WhatsApp und Co. einfach, ey, das kann nicht wahr sein, ne? Wir haben per WhatsApp und Co. einfach so viele Missverständnisse in irgendeiner Form auftreten können. Weil man halt das Gesicht der anderen Person nicht sieht, weil man mit der anderen Person nicht im, oh, das wollte ich gar nicht nehmen, nicht spricht. Und genau das ist das Problem, was immer wieder mal auftritt. Wir leben sowieso in einem Zeitalter, jetzt wird es wieder philosophisch, wo einfach viel zu viel per Messenger geregelt wird. Das ist ja auch häufig so, wenn man zum Beispiel eine andere Person kennenlernt, jetzt mit verschiedenen Geschlechtern wieder als Beispiel, ist es so in den meisten Fällen, dass man sich erstmal die Nummer oder so in der Art klärt und dann immer per WhatsApp schreibt und, ja, keinen persönlichen Kontakt mehr pflegt. Und genau das ist das, was irgendwie, ja, in eine Richtung geht, die nicht unbedingt sein muss, meines Erachtens nach. Aber gut, kann man nicht ändern. Wir leben halt in einem Zeitalter, wo die Technik immer wieder eine größere Rolle spielt. Merkt man auch in den meisten Berufen, dass das Internet, ja, und E-Mails und was weiß ich noch so immer wichtiger wird, dass man ohne Internet heutzutage eigentlich nicht mehr überleben kann. Selbst meine Eltern, die nichts mit Internet an Hut haben, müssen sich eine E-Mail einrichten, beziehungsweise mein Vater. Und man muss sagen, er ist wirklich nicht besonders technisch begabt. Sagen wir es so, okay, ich will mich erstmal in Sicherheit hegen, bevor ich die untere Sternmünze hole. Wäre erstmal klüger gewesen, glaube ich. Nein! Leute, wo ist die Sternmünze? Ist das jetzt ein lustiger Bug oder ist hier tatsächlich? Hä? Ich kann ja nicht sein, dass die erste Sternmünze erst getriggert werden muss, beziehungsweise die andere Sternmünze. Ach so. Oh, Leute, ich dachte gerade schon, was geht hier vor sich? Aber war nur mein Fehler. So, jetzt kommt die Sternmünze. Perfekt, also bin ich eigentlich umsonst dort oben hingelaufen. Gut, ich bin schon müde, das muss man auch noch. Nein! Oh, das war knapp, das muss ich zugeben. Also da habe ich schon ein bisschen gezittert. Okay, bevor wir weitergehen, springen wir lieber hier in die Luft. Zack. Und hier muss man sich einfach so krass beeilen, ne? Das ist... Jetzt noch die Feuerblume abholen, damit wir Ludwig auch zu 100%ig besiegen. Los geht's. Auf jeden Fall habe ich wieder ein Beispiel. Und zwar habe ich öfter mal, wenn ich viel zu tun habe, was sehr oft der Fall ist. Ich bin normalerweise eine Person, die auch sehr oft mit Smileys schreibt. Aber wenn ich mal zu tun habe, das liegt gar nicht an meiner Laune. Oder dass ich mit der anderen Person momentan nicht schreiben will. Sondern wenn ich viel zu tun habe, neige ich dazu, sehr schnell zurückzuantworten. Vor allem, ich habe ja auf WhatsApp immer eingestellt, dass man sieht, wann ich zuletzt online war. Und den blauen Haken habe ich auch noch eingestellt. Und diesbezüglich gab es schon einige Diskussionen, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Weil man nicht immer Zeit haben muss. Ist das Fake? Der Reale ist... Boah, ich wollte hier nicht runterfallen. Das wäre mies gewesen. Okay, immer wieder mal aufpassen. Aufnahme läuft. Ich habe immer Angst, dass die Aufnahme nicht läuft. Vor allem mit dem neuen Mikrofon ist das nochmal so eine Sache. Okay, wir merken uns, der echte dürfte in der Mitte sein. Ne, der echte schießt immer drei ab. Also, das ist der rechts hier. Zack, so, den realen haben wir uns geholt und die Fakes haben wir einfach ignoriert.
Das sollte man genauso auf YouTube machen. Mit denen, die Fake-Content produzieren. Und dann habe ich öfter mal dazu, dass ich ja erstmal ein bisschen später zurückschreibe. Und wenn ich halt zurückschreibe, zum Beispiel ohne Smiley, ist total trocken und sowas. Und dann kommt immer so: Hä, was denn jetzt los? Ist ja totaler Wandel in der Schreibweise, Mama. Was denn da los? Yo, yo, yo. Und da denke ich mir: Come on, Leute, es ist nur WhatsApp. Es ist ein Messenger, wo ich eine Nachricht geschrieben habe. Und genau das ist immer so eine Sache, wo ich mir denke: Muss nicht sein, ich habe mal kurz den Timer wieder eingestellt. Nicht, dass man denkt, dass ich während der Aufnahme aufs Handy gucke. Okay. Ich meine, so unprofessionell ist Thomas Gannon auf jeden Fall nicht. Und ja, also ich habe schon mal erste Kritiken zu dem Mikrofon gelesen. Also meine Stimme klingt deutlich realer, finde ich. Allerdings hört sich die Tonqualität, wie gesagt, deutlich anders an. Aber der Grund ist relativ bekannt, weil dies ein Großmembranmikrofon ist. Und ich glaube, das Rode Procaster war ein Kondensatormikrofon. Sprich, ein Kondensatormikrofon ist nur das, wo man von einer Seite hineinspricht. Und das nimmt den gesamten Ton hier auf. Aber wie gesagt, für zukünftige Projekte wird dieses Mikrofon gebraucht, wie zum Beispiel Mario Party oder wenn ich in Zukunft mal mit anderen Leuten streamen sollte, was eventuell irgendwann mal vorkommen wird, bin ich mir eigentlich recht sicher, also von daher, ja. Nun, wir nehmen uns mal, es war so klar, dass dies passiert, ne? Ach, es ist ein Luftschiff-Level, ist mir jetzt erst aufgefallen. Boots, die kriegen wir auf gar keinen Fall mit. Müssen wir hier rüber? Ich war gerade ehrlich gesagt so ein bisschen irritiert, weil ich mir normalerweise nicht vorstellen konnte, dass das Level jetzt so stark angehoben wurde, denn man muss ja wirklich rüberspringen, okay? Wir nehmen am besten die Eisblume mit, den letzten Flugpilz habe ich im Übrigen vorhin wieder verbraucht, aber das haben wir ja gesehen, als ich als erstes den Struggle hatte, wo die andere Sternmünze hin war. Dum, dum, dum. Gut. Im Übrigen jetzt nochmal zu Twitter. Die Seite, die ich dort zeige, ist nicht meine Rede, beziehungsweise das ist sehr viel Ironie. Was einige nicht verstehen, aber muss man immer wieder mal mit. Als ob, ey. Nein! Immer wenn ich ein Item mitnehme, warum? Julia, es regt mich einfach so auf, dass ich Schirme perfekt treffen muss, damit was? Mann, ich wollte mir den Artikel jetzt durchlesen. Wie so ein Zeitungsartikel, den man spannend findet. Gerade Probe mit Bowser Jr. Weiter geht's. Vielleicht bekommen wir es jetzt hin. Eventuell. Luigi, zeig mir deine Power. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Bam, bam, bam. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich suche schon mein Leben lang. Und ja, im Übrigen, wenn wir schon mal bei Karaoke sind, beziehungsweise wo ich jetzt angefangen habe zu singen, habe ich in den Osterferien, was ich auch schon wieder auf Twitter angekündigt habe. Also wirklich, das soll jetzt keine Eigenwerbung sein. Also ich mache auch keine Werbung für Insta oder so, weil ich da seltener aktiv bin als auf Twitter. Aber auf Twitter teile ich wirklich alle Ideen, die ich bezüglich des Kanals in irgendeiner Form habe. Manchmal frage ich sogar wegen dem Kanal nach, bezüglich manchen Entscheidungen, wie zum Beispiel damals Resident Evil 7 als Stream oder Pro. Ey, das kann nicht wahr sein. Bin ich so blöd oder was hier los? Als Resident Evil zum Beispiel als Stream oder als Folge stattfinden sollte. Und ja, auf jeden Fall habe ich dort auch angekündigt, dass ich momentan am Plan bin. Beziehungsweise, dass ich mit dem Gedanken spiele, einen 24-Stunden-Stream in den Osterferien durchzuführen. Wird hart. Beziehungsweise schwieriger als der 12-Stunden-Stream auf jeden Fall. Aber gut, es ist ein Ey, Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Ey, was ist denn los? Ohne Witz. Ey, ich versinke bald. Auf jeden Fall spiele ich mit den Gedanken, in den Osterferien einen 24-Stunden-Stream zu vollziehen. Da ich das unbedingt mal ausprobieren will und da wir den letzten 12-Stunden-Stream nicht komplett durchgezogen haben. Wir haben 12 Stunden gestreamt. Insgesamt mit den Pausen. Wenn man das so mitzählt, aber ja. Ich hätte natürlich auch gerne 12. No. Man muss doch nicht mal auf die Schirme springen, kann das sein? Ne, die Wolken bewegen sich mit, aber es hat noch mal deutliche Vorteile, wenn man diesen Weg nimmt. Vor allem Panamera Flow. Mann, das kann nicht wahr sein. Das ist knallhart, ja, das muss ich ehrlich gesagt zugeben.
wir sitzen uns mal bequemer hin und konzentrieren uns jetzt tatsächlich. Auf jeden Fall, wie ich den 24-Stunden-Stream gestalten will, ist fraglich. Aber das ist ja auch eine nebensächliche Frage. Das Einzige, was ich mir persönlich nochmal genauer anschauen muss, sind zum Beispiel die ganzen Designs für den Stream. Ich will das Ganze jetzt ein bisschen professioneller gestalten als im letzten Stream. Da fand ich es recht unprofessionell, ehrlich gesagt. Also, ja, es hätte mehr gehen können tatsächlich. Oh, das kann... Was ist denn los? Ohne Witz. Ey, bruh, einfach nur bruh, wirklich. Ich hab bald all mein Leben weg, nur wegen einem verdammten Level. Wie oft sind wir jetzt hier gestorben? Man könnte einen Counter einfügen. Ungelogen, ey. Was ist hier los? Wenn ich auch immer sterben sollte, ich... Ich eröffne wirklich wieder Thoma Red. Ich mache einen Prank-Kanal. Zocken kann ich anscheinend nicht. Ja, das ist auch wieder ein Thema, worüber man länger diskutieren könnte. Und zwar, so, da wir jetzt die Sternmünze haben, sollten wir das Level doch auch schaffen können. Ich glaube, ich bleibe auch diesmal auf der Wolke drauf. Boah, ein Flugpilz oder ein Eichelpilz wäre dankeschön episch. Meine Gebete wurden erhört. So, hier sollte man aber aufpassen. Nein! Wir kümmern uns diesmal nicht um, ja, die Sternmünze. Die Sternmünze ist in diesem Fall mal egal. Okay, da kommt die Wolke. Ich springe lieber auf die Wolke, als jetzt so einen Jump zu wagen. Vor allem, ich glaube, das wird auch nichts mit einem Jump. Wobei... Könnte was werden, wird aber eher knapp. So, zack, rein geht's in die Kanone, damit wir nach oben geschossen werden. Wie eine Rakete. In der NASA. Mondflug. Don't know. Und bezüglich des 24-Stunden-Streams, ja, wird eigentlich ein recht chilliger Stream. Also Spendenstream, Spendenziel oder so in der Art habe ich jetzt nicht vor. Gibt's ja auch öfter mal, wenn man so lange Streams macht, dass da irgendwie... dass man ein Spendenziel hat, aber ich persönlich, nee. Muss ich ehrlich sagen, Spenden freut man sich natürlich immer in irgendeiner Form, muss man zugeben. Dankeschön, das hilft mir jetzt wirklich. Das rettet meinen Popo. Wir haben die dritte Sternmünze leider übersehen, aber ich könnte mir einigermaßen vorstellen, wo die dritte Sternmünze ungefähr war. Und zwar in der Mitte, dass man da ungefähr den Pau irgendwo hinwirft, sodass dann die Sternmünze irgendwo runtergefallen kommt. So, Bowser Junior, zeig mir deine Fäuste. Und ich zeig dir. Was zeige ich dir dafür? Bombe! Aua! Der boxt mich? Aminakois! Ne, wozu haben wir eigentlich die Bomben? Ich meine... Putz! Ach so! Ah, okay. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, wie das geht. Und zwar immer, wenn er seine Fäuste runterhebt, wie... Ja, ein Boxer ohne Deckung. Dann müssten wir uns eigentlich darauf konzentrieren... Können wir den eigentlich auch so treffen? Hä, wie easy ist das denn? Vor allem als Luigi... Wenn man das jetzt Ganze mit Mario machen würde, würde ich das tausendmal schwieriger finden, weil Mario halt nicht so hoch hüpfen kann, ne? Weg mit den Bomben, die das Unternehmen U steht für dich und dich und... Nein! Alter, ne, wäre ich jetzt gestorben, ne? Ich hätte dich so... Ey, es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein. Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Wenn er wieder boxen sollte, ich habe ein Problem, ich habe ein... Spring doch! Dankeschön, das wurde noch knapper als gedacht im Endeffekt. Okay. Mein Herz schlägt schneller als das von Bowser Jr., der gerade aus 1000 Metern Höhe herunterfällt und der wahrscheinlich von Bowser wieder aufgefangen wird. Und ich glaube, das Level ist noch nicht vorbei. Oder? Oh, eine Faust. Die Faust Gottes oder die Faust von Bowser in diesem Fall. Man darf Bowser auf gar keinen Fall als Gott betiteln. Und er schlägt sein eigenes Schiff kaputt. Genius confirmed. Habt ihr es gehört? Wahrscheinlich schon. Nicht jetzt. Ich will immer noch nicht meine Gedanken zu diesem Level im Mirrors posten. Denn ja, es gibt genug Gedanken und mein Senf will ich nicht zu diesem Thema hinzufügen. Aber wir haben es endlich geschafft in diesem LP. Wir sind gerade beim 9. Part, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir sind in der letzten Welt und ich habe einfach beschlossen, dass wir im Part L10 so gesehen von Super Luigi U, New Super Luigi U, alle Sternmünzen im Livestream holen. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir das machen. Vor allem, da kann ich schon mal ein bisschen üben für den 24-Stunden-Stream, der nächsten Monat stattfinden wird wahrscheinlich. Muss ich noch ja, einige Organisationen machen. 24-Stunden-Stream kann man nicht einfach so machen. Kann man schon. Ist aber alles ein bisschen ungeplant. Vor allem mit riesiger Ankündigung im Endeffekt mit Ballons, mit ja, whatever, don't know. Und ja,
Tritra, Trulala. Bald ist Nikolausabend da. Und ich sehe euch. Ich würde sagen, ich beende erstmal den Part. Und ich fühle mich wie so ein Sänger, wenn ich durch das Mikrofon spreche. Und ich sehe euch in der nächsten Folge. Bye, bye.